Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt den Traktor mit dem Anhänger zurückfahren zum Hof. Schauen wir hier links, wie wir reinfahren können im Ort hier. Ob da ein Stück Weg zur Straße findet. Oh, da parkt jemand. Und da, oh, das ist so ein kleines Tor. Das war nix. Dann müssen wir durch, quer durch den Garten fahren. Oh, da wird auch nichts. Gut. Es war ein Versuch wert. Dann muss ich hier über mein Feld würde ich auch nicht fahren. Jetzt mal den Kurs löschen. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte, das könnte man da irgendwo Schleichweg finden. Nee, ist nicht. Also, wir fahren zurück zum Feldweg da oben, wo wir hergekommen sind, wo wir angefangen haben. Und bringen dann den Traktor zum Hof mit Anhänger, waschen, wieder dringend reparieren. Beides ist schon mächtig beschädigt. Tank nicht unbedingt, aber Reparatur ist beides notwendig. So, mal sehen, ne? Guten sauber machen, wegräumen. Düngen müssen wir auf jeden Fall nochmal, das steht fest. Unsere Felder jedenfalls, die müssen gedüngt werden. Jetzt mal die Felder Nummer 47, 42 und 38. 38 noch einmal und die 42 und die 47 noch zweimal. Ich denke mal, morgen ist es dann soweit. Ingeben, ne? Und dann werden wir bald die Ernte vorbereiten, ne? Das kommt dann auch bald soweit. Ne? Also, wo noch zwei Tage im Sommer noch keine Ernte kommen soll, laut Season, ne? Also wird auch keine kommen. Computerprogramme, die arbeiten nach Zahlen, ne? Ist oder nach Ja und Nein, ne? Und wenn da nicht steht, ist nicht, ist nicht, ne? Das ist halt so, ne? Hier unser Mais. Schauen wir mal, ne? Jo, Bäume machen wir keinen. Sägewerk haben wir auch nicht jetzt nicht vor. Das, finanziell lohnt sich das immer nicht und zweitens ist einmal Landwirtschaft immer wichtiger, ne? Dass wir unsere Felder in Schwung kriegen und nach Möglichkeit die Felder, die wir kaufen wollen, auch entsprechend noch gedüngt werden. Ja, wahrscheinlich nach Wachstum wird auch bald Unkrautbekämpfung kommen auf Feld Nummer 38. Da muss ich auf jeden Fall noch mal was machen, dass noch nichts passiert. Ja, Silage fahren, naja. Müsste man eigentlich machen, ne? Aber heute glaube ich nicht mehr. So. Ab der Folge war ich mal eine kurze Pause. Hier der Bauer hat hier auch mal Kartoffeln angepflanzt und noch nie geerntet. Und noch nie wird gewachsen, ne? Der macht ja nichts. So. Waschen, reparieren, und tanken brauchen wir nicht. Das sieht ja böse aus, ne? Wie gesagt, auf dem Feld so schmutzig, ne? Ja, Regen ist hoffentlich keiner in Sicht. Und wird auch nicht ganz so tragisch, weil die nächste Ernte, das dauert noch ein bisschen. Dann können wir eh nichts machen, ne? Wetter ist, wie Wetter ist, ne? So, der wäre sauber. Vorne noch ein bisschen. Muss ja nicht perfekt sein, aber ungefähr ein bisschen
Soll da schon wieder was zu sehen sein, ne? So. Kurz reparieren. Wegräumen. Reparieren ist ganz wichtig, war ja mächtig kaputt. Und zurück. Jetzt können wir ihn mal in die Halle bringen, reinfahren und dann den Traktor in die ja, geschlossenen Halle im Prinzip. Ne? Müssen noch einen vierten Fahrzeug kaufen, weiß. Dann wird das passen. Aber wie gesagt, Mission ist ja nicht mein Hauptziel, ne? Auch wenn wir da gut verdienen können. War das ja so mehr so ein Lückenfüller jetzt gewesen. Ein bisschen die Lage fahren, ins Lager und in die BGH für heute. Und für Freitagabend mal sehen, was ich da dann machen werde. Ne? Ob wir den nächsten Tag noch erreichen und dann entsprechend uns da was Spezielles vornehmen. Mal sehen. Ne? Die Gülle wollte ich noch fahren von der von da weg. Mit einem anderen Traktor. Ausmachen, Junge. Jo, nehmen wir den hier, ne? Vielleicht der gelbe überhaupt. Ach, der gelbe ist ja. Ah, den auch noch hin. Ah, genau. Den fahren wir auch noch zurück. Den haben wir nicht gebraucht, den Dünger. Gut. Aber den brauchen wir garantiert jetzt noch eigenen. Für die eigenen Felder, ne? Und die müssen ja auch noch gedüngt werden. Da wird auch noch was drauf gehen. Müssen wir nicht voll machen, aber so 10.000 pro Gerät, ne? Ungefähr. So pauschal, ne? Stellen wir hier mal so hin. Und dann wollen wir das andere mit Gülle fahren. Ich glaube, die Gülle von einem großen Kuhstall ist noch recht voll. So. Gülle noch 19.000. Wo hat er jetzt zu viel gehabt? 12.000. Da gesehen. Mit 19.000 brauche ich nicht fahren. 12.000 und 48. Nö. Da hat doch keiner was hingebracht, ne? Nö. Gut, dann Gülle hat sich erledigt, ne? Weiz ist gerade im Keller, das ist auch nicht mal nebensächlich. So, ansonsten. Sauberkeit. Ja, können wir gleich mal durchfahren. Auch nicht unbedingt, ne? Gras haben sie genug, Heu auch, Heuplatz, Beschration, Stroh, Wasser. Die haben auch reichlich. Und da haben sie mehr als reichlich, okay. Gülle hat sich erledigt. Warum nicht? Dann fahren wir in die Garage rein. Erstmal.
Gut, dann überlegen. So, Güll hat sich erledigt. Okay. Mischfutter hat auch genug sicherlich drin. Jo, Stroh ist voll. Heu. Heu könnten wir reinfahren. Dann fahren wir Heu rein. Ist der voll? Nee. Heu müssen wir mindestens zwei Fuhren reinfahren. Mein aktuelles Mischfutter voll. Tragisch. Aber wenn wir das rausfahren, dann können wir das entsprechend her. Dann kann er weiterarbeiten, ne? Wir haben noch Gras in einem anderen Lager. Das können wir auch noch rausfahren. Das können wir hier reinfahren. Die werden wir jetzt Heu rausholen und dann Gras und hier reinbringen. Und wir haben ja noch drin ein bisschen Diesel, glaube ich. Heu, eine Million, das passt. So, was haben wir hier Schönes? Und der Rest Gras und Diesel. Können wir das Heu da reinfahren und das Gras da wieder rausholen, ob wir jetzt ein Zwischenlager haben. Das ist Original hoch 3 Lager, kann man sagen. Wäre ja blöd, wenn wir das jetzt verschwenden würden. Das musste so alles verarbeitet werden. Beziehungsweise alles, die im Lager reingefahren werden für Global Company, das nicht hier. Wenn es auf eigenen Server ist, und wo wollte ich das verkaufen? Das ist ja auch gut, wäre eine Option, ne? Aber wie gesagt, wenn man es ja braucht, kann man da auch so kaufen, wenn was vorhanden ist. Wenn es nicht vorhanden ist, dann ist es ungünstig. So. Der müsste auch wieder repariert werden. Ja, gut. Gibt aber auch einen Mod, der um 0 Uhr alles repariert, ne? Das wäre bei diesem Fuhrpark gar nicht so schlecht. Den gab es im 17er Mal auch schon mal, dass die Fahrzeuge dann um 0 Uhr gewaschen wurden und repariert wurden. Muss man auch wissen, das kostet mehr Geld, ne? So kann es sagen, ja gut, muss nicht sein, machen wir nicht. Anderweitig haben wir dann auch Zeit für andere Sachen, ne? Also hier müsste noch Gras drin sein normalerweise. Hier im Lager. Was da vorne. Nicht alles täuscht. Silage, Schweinefutter, Futter, Mischration, Gras. Und mein Gras als im Lager ist ein bisschen Blödsinn, aber gut, ich sag mal so, hier sind wir im Spiel, ne, das ist nicht alles so realistisch. Trockene Kehle. So wird es nicht mehr so warm wie gestern. Gestern war ja fast 30 Grad. So. Ich habe schon erzählt, dass ich Urlaub habe. Langen Urlaub. Langen Urlaub. Ich nenne das mal einen schönen langen Urlaub. So, den Gras kippen wir rein und nehmen wir gleich den Herr Heu mit. Ne, das hier. I drücken. Das können wir gut verwerten für Heu. Heu brauchen wir viel. Mehr Gras werden wir nicht kriegen in diesem Jahr. Oder Heu. Ja, wenn wir 1 Million Heu haben, dann haben wir 2 Millionen Mischfutter, ne? Stroh und Silage haben wir ja reichlich. Und Stroh kriegen wir auch noch reichlich, dann wollen wir zu sagen. Da sehe ich nicht schwarz, also Strom, wir haben ja viele Felder mit Getreide. Sehr viele Felder sogar. Und von daher werden wir noch genügend
Lager fahren können. Das werde ich auch mal sehen, vielleicht mit der Ballenpresse machen, ne? Weil das vielleicht am schnellsten geht, ne? Mit einem entsprechenden Strohlager. Aber mal sehen. Das ist noch nicht amtlich. So, so liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge am Freitag gewesen sein. Heute Abend sollte eigentlich wieder Livestream kommen. Zwischen 18 und 19 Uhr. Probiere ich mal wieder, ne? Ob es dann alles klappt. Ich denke mal ja. Unwetter wird nicht kommen. Das ist die Ausnahme, denke ich mal, dass es so extrem war. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.